Servus Leute, hier ist euer Casio Clan. Heute das erste Video mit Facecam. Wir spielen heute Slender the Arrival. Das ist, wie ihr wisst schon, der Nachfolger sozusagen von der gleichen Firma. Und ja, neben mir sitzt der Bene. Bene, du bist der Bene. Ja. Ich bin der Bene. Und wir starten jetzt mal ein neues Spiel. Das Spiel ist am 26. rausgekommen. Ich habe schon wieder geschrien, weil ich war bis 1 Uhr nachts wach. Also es war dann schon der 27., weil ich das Spiel haben wollte. Und sie haben es erst um 4 Uhr morgens released. Ja. Ja, du musst vielleicht von der amerikanischen Zeit ausgehen. Ja, stimmt schon. Oh, ein Auto. Sieht wie ein Volvo aus. Okay. Wenigstens ein Intro-Video hätten sie ja machen können. Weißt du, was ich meine? Das sieht aus wie Gollum. Das sieht echt aus wie... Oh! Es ist Tag. Respekt, vor allem der... Schau da, ist ein Auto. Ich sag doch, es ist... Oder? Ich sag doch, es ist ein Volvo. Ja, die Marke. Ja, okay, ist wirklich mal... Schau mal auf das Kennzeichen. Not guns. Doch, hat schon eins. Ne, hinten, hinten kommt... nachschauen. Hinten kommt... Schade. Ja, auf jeden Fall ist es ein Volvo. Und wie gesagt, die Grafik finde ich ist bombastisch. Ja, die Lichteffekte sind geil. Ja. Gemacht so mit den... Und ja, ihr wisst schon. Was wir sagen, Blue Isle Studios. Wir wollen uns ganz herzlich bei euch für 60 Abonnenten, also an die 60 Abonnenten, vielen, vielen, vielen Dank. Ja, das finden wir echt geil. Wir werden jetzt doch nur ein 100 Abonnenten Special machen. Ja, aber ab jetzt werden auch alle Videos mit Facecam sein. Ich glaube, man kann uns ein bisschen ertragen, fast. Ja, oder? Ja, hoffentlich. Geht schon. Also, es gibt Schreibt auch in die Kommentare, nee, ihr seid hässlich. Will ich nicht sehen. Okay. Ich habe das Spiel nur neulich kurz angespielt. Da habe ich aber vor... Da habe ich aber ungefähr um die Zeit jetzt ausgemacht, weil ich da irgendwie keinen Bock mehr hatte. So ist das. Na, jetzt hast du Bock. Kann es sein, dass es dunkel wird oder dass... Nee. Du hast keine Flashlight. Wahrscheinlich eine Wolke oder so. Okay. Wir schauen durch eine Videokamera auf jeden Fall. Troy Wagner, Tim Sutton, Joseph Delage. Und was steht da? Ein Auto. Schön. Den kennen wir doch, oder? Ja, den kennen wir. Irgendwo erkennen wir den echt. Sehen wir mal ins Lernertim. Ja, ja, so ist das. Und da hinten bauen sich noch die Texturen auf, oder? Ja. Das sieht Hat man gerade noch gesehen, das. Ja, sieht ein bisschen verbuggt aus da hinten. War schlecht, das ist jetzt also für. Wir haben es uns vorbestellt, für 3 Euro kann man echt lassen, würde ich sagen. Ja. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo wir hingehen. Lauf einfach mal den Weg da lang. Naja, mach mal. Da vorne ist Mauer. Kann sein, dass es dunkler wird. Da ist der, da ist ein Turm irgendwo. Und es wird dunkler. Wieso wird's dunkler innerhalb von 3 Minuten 6 und es ist dunkel? Ja. Wo gibt's das? Nicht mal in Norwegen. Oh, Norwegen. Weiß nicht. Und. Ja, klar, schau dir das an. Und da was mach. Und es ist ein Horrorspiel, okay? Pass auf. Du hast Angst, ja. Okay. Und es ist dunkel. Du gehst du in ein Haus, das for sale hier ist. Wo das for Licht. Sale. Wo das Licht an ist. Und die. Garage offen. Ich meine, ist die Tür zu. Aber die Fenster sind offen. Okay, wollen wir erstmal hier rein? Da steht ein Auto. Oder wenn wir jetzt schon... Wahrscheinlich müssen wir irgendwo Seiten finden, oder? Ja, das... Oder wahrscheinlich Autoreifen, irgendwie fein, C8, Wheels. C8? Vor allem für ein Auto, 8 Autoreifen. Cool. Ah, nee, die Fenster sind zu. Jetzt machst du es ja auf. Okay, ich mach die Fenster mal auf. Wow, und Frischluft. Okay. Saugeil. What the fuck? Irgendwie, was ist dein Gefühl bis jetzt so? Also, ich denke, den Mensch, der da gerade an der Wand war, den kennen wir schon irgendwoher. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl. Liest du? Ja, wir lesen das und sagen euch dann so ein bisschen was vom Inhalt.
Okay, der Brief geht an eine Kate von irgendwie CK, nicht Commander Krieger. Stimmt nicht CR? Ja, auf jeden Fall ging es irgendwie darum, dass die als Kinder immer Geister so sich eingebildet haben, gedacht hätten, vorgestellt hätten, so als Spieler wären irgendwo Geister. Honor Hotterings the Life of Bess Hayes. Ja. Okay. Die Bess. Die alte. Ne? Die alte. Bess. Okay. Ja, also die haben sich vorgestellt, dass sie da so Monster, genau, irgendwas. Da war ein Flashlight. Ei, ist jetzt ja auch egal. Okay, das Telefon ist irgendwie tot. Da war ja das Kabel war abgeschnitten. Echt? Und ja, das haben wir schon ganz am Anfang gesehen. Guck da. Links, nach links, nach links, nach links. Ja. Und jetzt siehst du, jetzt schau nach rechts aufs Telefon. Und da sieht man eine Stimme vom Kabel. Oh, stimmt. Adlerauge. Was ist da? Was ist das? Guck, sehr. Danke für den Anruf letzte sehr. Nacht. Es muss, hört sich dumm an, aber es ist schön, deine Stimme zu hören. Laurin geht's gut. Aber ja, wie wir gesagt haben, ich weiß noch nicht, was ich davon denken soll. Was ist falsch, wenn zwei Menschen die gleichen Halluzinationen haben? Kann es wirklich nur eine Vorstellung sein? Ja, und die geht heute zum Doktor und schaut dann, was da los ist. Okay. Das float. So. Wie macht das ein Horrorspiel noch schlimmer? Das ist ein Bart. Das ist ein Bathroom. Falls ihr nicht wisst, wie ein Bart aussieht. Ich weiß sieht. Nicht. Sieht eher wie Spiritus aus. Da war noch eine Tür. Geil. Kann man die nicht aufmachen? Knappe. Die braune Tür. Ist egal. Das hört sich Familie. Nein, das hört sich bekannt an. Ah! Oh Gott! Ja, mit der Schatten. Oh Gott! Das ist okay. Ich kann dir nicht genug danken, dass du den ganzen Weg hierher gekommen bist. Ja, sie freut sich schon, wenn alles hinter ihr ist. Okay. Oh Gott! Alter, das schaut echt spooky aus, der Schatten. Der ist zwar ein bisschen verpixelt, aber trotzdem macht er mir Angst. Geh doch mal die Treppe hoch. Vielleicht sehen wir den Schlender. Schlenderman. Alter. Ich hoffe, ich gerade angehört wie so ein Pistolenschuss bei einem Shooter-Spiel. Wenn der jetzt gleich. Vielleicht bin ich paranoid. Wenn der gleich. Da liegt was auf dem Bett. Wenn Slender. Gleich irgendwo steht, dann. Im Haus steht. Schöne Atmosphäre machen. Freie! Mach das Fenster auf! Warum? Da ist schon wie ein Bart. Warum soll ich das Fenster nicht aufmachen? Weil es spooky ist. Ist die Musik ausgegangen? Nee, ich glaube, es ist nur, weil wir zu weit weg sind, hoffe ich mal. Oder sie ist ausgegangen. Oh. Weiß nicht. Geh auch mal da den anderen Weg entlang. Nee, ich geh jetzt nach oben. Ja, mach ich doch. Ah! Oh Gott! Get out of here, I call the cops! Ich ruf die Police! Die von meinem Grundstück, ich ruf die Bullen an, Alter. Hast du gerade gehört? Was? Dieses... Egal. Ich spiel weiter. Ich kam einfach vom Slender. Wenn du, der steht da gleich. Ah! Okay. Da war ne. Oh Gott, hast du gerade gehört? Was? Da gerade ist irgendwie die Treppe hoch oder runter gelaufen. Ich weiß nicht. Geh lieber nicht. Oh Gott, ist da gerade spukt.
Wir haben die Tür geunlockt. Oh Gott, das sind... Verarscht ihr mich? Die Schlenderseiten auf dem Boden. Oh, aber immerhin die Musik. Go. Escape. Man soll zu dem Turm gehen. Warte, siehst du den Radioturm? Slender ist nicht. Slender ist nicht bei dem Turm. Nee, Slender ist kein Radioturm. Oder Slender ist nicht bei dem Turm. Slender ist nicht. Weil da steht ja Escape ist. Also bei dem Turm ist Escape. Denkst du echt, ich bin so dumm und. Ja, ich heb sie auf. Ja. Jetzt ist die Tür offen. Wollt ihr mich verarschen? War die wollt so? Ihr mich. Ja! Oh Gott! Wollen wir lieber schnell abhauen? Sollten wir rennen? Ja, lauf mal weiter. Jump, 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 jump. Like Usain Bolt. Das ist aus. Die Musik ist aus. Voll lieber ab. Okay, wo gehst du jetzt hin? Durch das Tor. Ich will weg hier. Glaubst du, das ist gut? Nein. Da ist ein Spielplatz. Oder so noch. Ja, da ist so ein... Schnell weg. So schnell weg wie möglich. Ja, es müssen... Okay. Bist du eine Frau? Oh, ja, sind wir. Was sollen wir... Nee, vergesst's mal. Clou. Ja. Jetzt sollen wir 8 Seiten suchen, das machen wir aber nicht, weil das haben wir jetzt nicht so Bock drauf. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wir finden das Spiel, oder? Ist jetzt ziemlich geil eigentlich, oder? Ja, spooky halt. Haut schon echt rein. Also wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, kommentieren und abonnieren vor allem. Ja, und nochmal vielen Dank für die 60 Abos. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Casio Clan.